Ach, Kinder, nur vertragt schön, euch. So ist schön, ja. Halt das mal. Das ist ja falsch rum. Ich setze euch gleich auseinander. So. 93, das war noch in der Verlobungszeit. Das sind 93 in der Verlobungszeit? Schale. Ja, als, und das ist internationale, da wisst ihr ja eigentlich wenig von. Also wenn man international spielen darf, dann kriegt man so Freundschaftsschals. Oh. Tu das hier mal weg, gerade ist jetzt nicht so. Okay. Das ist also der Fanshop. Und das ist das, was man so anhaben und mithaben muss. Peter, sag du erstmal, also das mit dem Schalke-Fansein ist eine bitterernste Sache für dich, wie man an deinem Auge sieht. Fangen wir damit an. Ist das wenigstens auf dem Spielplatz passiert? Ja, ne, auf dem, nicht auf dem Fußballfeld, aber wir spielen jeden Sonntag im Park, im Jenisch-Park in Hamburg. Gegen Dortmund? Nee, ne, so ungefähr. Ne, ich suche mir natürlich mal aus, für wen ich heimlich bin, aber wir haben das Spiel gewonnen und der Torwart kam mir nur so entgegen, dass der Ellbogen in meinem Auge landete. Und das war es. Es ist nicht im Stadion passiert. Ich war zwei Tage vorher beim HSV gegen Schalke und das Spiel war so traurig, dass man sich da gar nicht prügeln musste. Friedrich, irgendwelche Lanzer-Erlebnisse aus dem Stadion für dich? Ich wäre es gerne gewesen, aber... Der Geschlagene oder der Schläger? Nee, eigentlich, wir sind ja human. Wir schweben auf einer Welle des Erfolges und es hat durchaus nach den beiden Meisterschaften auch Diskussionen gegeben, ob die Meisterschaften so viel Spaß gemacht hätten, wenn ich irgendwo unter uns in der Tabelle Schalke gewesen wäre. Also das ist so auch, dass im Grunde Schalke und Bayern nie absteigen dürfen, weil das ist dann ziemlich mürbe, wenn du Meister wirst und darunter ist sowieso keiner, den du damit richtig ärgerst. Können wir nicht noch ein bisschen Öl in die Flamme gießen? Es gibt da bei Schalke einen Trompeten-Willi, der hat einen Song intoniert mit folgendem Anfang. Im Stadion vor mir steht ein BVB-Schwein. Dann singt der Chor, die Sau. Dann singt der Trompeten-Willi weiter, ich hau ihm eine Flasche auf den Kopf. Chor, vernünftig. Ja, also singst du mit? Nö, aber als diese McDonalds-Werbung so penetrant wurde und die Südtribüne immer sang, einfach gut, bei McDonalds gibt es Schalker Blut, da war schon in der Richtung auch eine Gegenbewegung eingeleitet. Und sonst ist das halt so, wenn man international spielt, was unsere Freunde aus Gelsenkirchen so nicht kennen, weswegen ich das gerne ausführlich erkläre, dann hat man es ja oft mit so unaussprechlichen Clubs, Deportiva, La Coruña und so zu tun, wo man dann einfach pauschalisiert und singt, ihr seid scheiße wie der S04. Also man kann sich ja als international erfolgreiche Mannschaft so viele Namen gar nicht merken. Und da ist das schon auch wichtig, eine Adresse für sowas. Die verstehen das ja nicht. Lohmeier, übernehmen Sie. Ist die Feindschaft zwischen BVB und Schalke, ist die wirklich ernst oder an welchem Punkt ist die ernst? Merkt man das im Revier? Hat sich irgendwas geändert durch eure Erfolge da jetzt? Ich habe heute Nachmittag noch mit dem Mann telefoniert, der mir die Tickets besorgt. Und der sagt, es ginge jetzt eigentlich gegen die Divos. Das sind? Ja, das sind die, die wie Lothar Matthäus sagen, da habe ich nach 38. Minute Chance gehabt, die, wo hätte ich eigentlich reinmachen müssen. So. Und alles, was nicht Deutsch kann Divo. Und in solchen Sätzen Divo sagt, das sollte jetzt unser gemeinsamer Feind sein, um auch mal persönliche Geste zu machen. Apropos, wenn ihr ins Stadion kommt, was seht ihr, was man im Fernsehen nicht sieht? Gibt es diese berühmten Hitlergrüße, gibt es diese Reichsfahnen und alle diese Dinge, von denen man immer hört, die aber im Fernsehen nicht gezeigt werden? Das kann in Gelsenkirchen sein. Nein, es gibt, ich habe ja gar nicht das Glück, in Gelsenkirchen zu leben. Er hat ja das Muss, in Dortmund zu leben, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt wieder, jetzt fallen mir doch wieder die Bayern ein. Also jede Mannschaft hat seine Hools. Die HSV hat seine Hools. Bei St. Pauli ist das zum Glück irgendwie so eine Ausnahme, habe ich das Gefühl. Aber ich habe es bei Bayern erlebt, ich habe es auch bei Schalke erlebt. Mein erstes Spiel, Bundesligaspiel, was ich richtig gesehen habe, war Duisburg gegen Stuttgart. Damals, als ich in Stuttgart war, da holte plötzlich jemand eine Gasknarre raus. Das ist irgendwie so, es gibt aber zum Glück Faninitiativen, die sich da auch irgendwie gegen abschließen. Und wo bist Vereine, du, wenn du ins Stadion gehst? Wo stehst du, wo sitzt du? Ja, er hat ja gerade gesagt, er lässt sich die Tickets besorgen, ich kaufe sie. Ja, bei euch kann man ja welche kaufen, da kommen ja welche in Handel. Ja. Bei uns sind die weg, bevor der Handel anfängt. Ja. Ja, also wenn ich alleine bin, gehe ich also, oder allein mit Freunden, irgendwie, die groß genug sind, da gehe ich am Stehplatz. Wenn ich mit meinem Kurzen gehe, dann muss ich auf den Sitzplatz, weil sonst sieht er nichts. So. Der Kurze spielt übrigens, damit wir der Wahrheit die ganze Ehre geben, bei Altona 93, ne? Dem drittbesten Hamburger Verein. Ja. Sag mal, ist Altona 93, ist das 1893 oder 1993 gegründet worden? 18. Das ist 18, danke schön. Ist 1893. 100 Jahre Geburtstag. Historiker. Ja, also. Tatsächlich. Ja.
Ja. Also, das kann man ja vielleicht mal umarmend für euch beide sagen. Wobei er jetzt die Kappe abgesetzt hat. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil Altona 93 gekommen ist. Nee, damit man mich erkennt. Ach so. So, in 2 Tagen wird gespielt, Schalke 04 gegen BVB. Hast du eine Karte? Wie ist der? Hast du dir eine Karte bestellt, Peter? Nee, ist ja ausverkauft. Ja. Wie geht's aus? Ja, du willst ja keine Pressekarte. Soll das heißen, für unser Poesiealbum kriegen wir noch einen Snapshot von euch beiden hin? Also, wie geht das Spiel aus? 3-3. Vorschlag zur Goethe. Wolltest du auch sagen? Ja, 2-2. Ja. Ja? Und wie gehen die beiden großen Finales aus? Das machen wir schon. Ne? Ja, BVB wir spielen Turin? Nächstes Jahr im UEFA Cup, so oder so, und ihr in der Champions League, so oder so. Genau, also ob ihr gewinnt oder verliert, der zweite Platz kommt auch noch rein. Ja, also insofern, es gibt ja diesen Spruch, willst du Borussia oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Das brauchen wir nicht. Schaffen sie auch so. Was macht Ihnen mehr Vergnügen, Simmel zu lesen oder Simmel zu schreiben? Schreiben. Das heißt ja fast, ich sage jetzt nicht, was das bedeuten könnte für die Lektüre, aber das heißt, Sie haben wirklich Lust, wenn Sie sich an Ihre Gabriele setzen, die Schreibmaschine, die Sie angeblich in 15 Exemplaren im Keller haben, weil Sie nicht auf einem Word-Prozessor. Nein, ich kann nur auf mechanischen Maschinen schreiben, weil ich zu dämlich bin für einen Computer. Nein, ich will auch was, dass es Krach macht und dass ich schmutzige Finger kriege und das ist ein... Ich ändere mich nicht mehr. Nun könnte man sich sagen, irgendwann einmal wird es einen Simmel vielleicht geben müssen, der sich mit der Ausbreitung des Faschismus im Internet auseinandersetzt. Und dann schreibt der altmodische Simmel das immer noch auf der Olympia. Oder Gabriele heißt es. Gegen den neuen Faschismus schreibe ich, wenn Sie wollen, auf dem Kopf stehend. Würden Sie sagen, an den Reaktionen, die Sie bekommen aus dem rechten Milieu, sieht man, dass das rechte Milieu insgesamt stärker wird? Egal, ob die Medien darüber berichten oder nicht. Na und ob? Komischerweise geht es in Deutschland, wenn die Lage wirtschaftlich schlecht wird, nicht in anderen Ländern gehen sie dann nach links, bei uns gehen sie immer nach rechts. Mhm. Und davor habe ich ja nicht so wahnsinnig Angst. Sie haben an der Hand Ihrer Mutter am 15.03.38 auf dem Heldenplatz Hitlers Rede gehört. Ja, und da hat das Gebrüll der Wiener. Führer, wir danken dir, ja. Ganz recht. Das war ein Mann, eine Frau stand da und weinte und ich hatte wahnsinnige Angst, dass jemand kommt und sagt, warum weinen Sie an diesem glücklichen Tag? Sie können sich das nicht vorstellen, was dann, 1 Million Menschen, macht viel Krach. Wer hat denn das Kind Simmel diese Veranstaltung gesehen? Naja, was soll ich denn sagen, mein Vater war schon weg und ich war sehr verzweifelt. Sie haben selbst als Kind begriffen, was da vorging. Sie haben die Massenhysterie gemerkt. Ich bin 24, ich war 14. Mhm. Jetzt kann man sich andererseits fragen, dieser junge Simmel, der hat mit 17 seinen ersten Geschichtenband veröffentlicht. Ja. Gäbe es diesen jungen Simmel heute auf dem deutschen Buchmarkt noch? Ich fürchte, er hätte es sehr schwer. Wissen Sie, damals nach dem Krieg bestand ein großes Bedürfnis nach Büchern und es gab das gottverfluchte Fernsehen noch nicht. Und, oh, danke! Ja, nee, muss ich noch was Nettes sagen. Nein, es spielt eine Riesenrolle. Beispielsweise hatten wir in der guten alten Quick, ich erwähne sie, weil sie wirklich so gut war, wir wollten so gut sein wie Parimatsch und Time zusammen, wir waren es auch. Und damals haben wir Romane von Hemingway und Jan de Hartog und Remarque gedruckt. Im Moment, wo das Fernsehen kam, war Schluss damit. Es gibt überhaupt keine Zeitungsromane. Und so ist es auch mit dem... Damals war ein junger Autor, das war eine ideale Zeit. Überhaupt die schönste Zeit in meinem Leben war die Zeit in Wien, der Kälte, der Ratten und des Hungers. Denn da waren wir alle jung und ich war Dolmetscher vier im Jeep. Und das waren junge Amerikaner, junge Franzosen, junge Russen und junge Engländer, die alle glücklich waren, dass sie den Krieg überlebt haben, wie ich. Und wir saßen nächtelang zusammen und haben gesagt, nach diesem Verbrechen, das wir überlebt haben, wir werden eine bessere Welt aufbauen. Frau Schenk, heute läuft im Kino an ein Film mit dem Titel Fräulein Zmillers Gespür für Schnee. Ja. Jetzt könnte man fragen, Fräulein Franziskas Gespür fürs Eis ist wie? Wie viele Namen haben Sie fürs Eis? Was können Sie am Eis erkennen, was wir nicht erkennen? Also ich denke mal, für mich reicht ein Blick auf das Eis, um zu sagen, ob es denn bestzeitverdächtig ist oder nicht. Also man erkennt das an gewissen Glanz und wie es sich auch anfühlt teilweise. Also von daher würde ich mal sagen, mein Gespür für Eis ist mindestens so gut ausgeprägt wie Fräulein Zmillers Gespür für Schnee. Gut, gehen wir mal zum Wettkampf. Hat die Szenerie des Wettkampfes für Sie was Stimulierendes? Brauchen Sie das?
Auf jeden Fall. Also es ist ein Riesenunterschied, also ob man jetzt im Training läuft oder eben beim Wettkampf. Und wir hatten gerade zu der Sprintweltmeisterschaft in Norwegen Riesenglück mit den Norwegern. Es ist ein wunderbares Publikum. Also man kommt rein und dort wird gesungen, dort spielen Kapellen. Die Leute sind einfach gut drauf und manchmal gibt dann auch mal so eine Mädchengruppen, die dann vorne auf der Abbahn praktisch was vortanzen, die Massen auf den Bühnen machen das mit. Also es ist ein ganz tolles Erlebnis, gerade in Norwegen zu laufen, weil es eben auch ein unheimlich faires Publikum ist. Also es ist nicht so, natürlich werden die Norweger mehr angefeuert, das ist ja klar, man hat ja schließlich sowas wie Lokalpatriotismus, aber auch jeder andere Läufer, der eben eine sehr gute Leistung bringt, wird bejubelt, beklatscht und so habe ich das noch nie erlebt, dass ich eine Ehrenrunde gedreht habe, ja, nach vier Streckensiegen waren die Leute anscheinend schon ein bisschen beeindruckt und man läuft an den Tribünen vorbei und das Publikum erhebt sich für einen, also das ist, glaube ich, was ganz Besonderes im Leben. War das schon die Ehrenrunde oder war das während Sie liefen? Das war noch, nachdem ich fertig war mit meinem Lauf, trudelt man ja, wie man so schön sagt, noch ein paar Runden rum und das war eigentlich das, was ich am meisten genossen habe. Haben Sie wirklich in die Gesichter geguckt? Ja, also es ist ja relativ nah alles, von daher erkennt man die Leute schon und dann sind dann so der deutsche Fanclub, der natürlich dann ganz besonders heftig winkt, aber das ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn dann Leute sich erheben, weil sie eben die Leistung anerkennen, die man da in dem Moment gebracht hat. Ich meine, so lange sind Sie das ja noch gar nicht gewöhnt. Ist das nicht ein enormes Gefühl, diese Augen zu sehen und zu sagen, ich mache die glücklich, alleine dadurch, dass ich schnell laufe? Also ich hoffe, ich weiß jetzt nicht genau. Sie sehen doch glücklich aus, oder? Ja, Sie sehen, also Sie haben anscheinend... Stone sehen die aus, finde ich. Wirklich, die Nein, also es ist einfach dieses Gefühl, dass da Leute sind, die die Leistung einzuschätzen sind und einen in dem Moment bewundern für das, was man gemacht hat. Ich meine, das ist ja, natürlich findet alles an einem Wochenende statt, aber es ist ja doch jahrelange harte Arbeit und ich glaube, einen schöneren Lohn gibt es dann eigentlich nicht dafür als so einen wahnsinnig herzlichen, warmen Applaus nachdem alles überstanden ist, nachdem der ganze Druck von einem abfällt und weiß jetzt, ich bin hundertprozentig sicher Weltmeister, das kann ja niemand das wegnehmen und dann noch das Publikum dazu. Also ich denke mal, das wird für mich ein unvergessliches Wochenende bleiben. Jetzt kommt zeitgleich raus und von allen auch beobachtet, ein Kunstwerk, sagen wir mal. Ja. Ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, und zwar Sie fotografiert Bodypainting. Mhm. Das setzt voraus, dass Sie drunter nackt sind. Das heißt, Sie haben nur eine Farbschicht so über sich, für alle, wohl, die es noch nie gesehen haben und die es auch jetzt in der Einspielung nicht beobachten können. Aber Sie hätten dieses Foto niemals ohne die Farbe gemacht, setzen wir mal voraus. Absolut nicht, nein. Also es geht nicht um Nacktfoto, sondern... Wir wollten ein schönes, ein ästhetisches Foto machen, was aber auch mit der Eisschnelllauf zu tun hat, also mit der Sportart, um einfach darzustellen, wie schön diese Sportart ist. Ich meine, ich denke mal, unseren Anzügen, die nun mal von Kopf bis Fuß reichen, wird man erstens mal nicht ganz so gut wiedererkannt. Ist klar, wenn nur der Gesichtsausschnitt da ist, dann hat manchmal sogar meine eigene Mutter Schwierigkeiten, mich zu erkennen. Auch bei dem ehrlich. Tempo. Ja, und wir wollten einfach nur ein Foto machen, das eben diese Schönheit, diese Ästhetik, diese Sportart ja hat, zum Ausdruck bringt. Und ich denke mal, das ist uns sehr gut gelungen. Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, oh, was habt ihr denn da für ein Foto gemacht, sondern es sind eigentlich alle davon begeistert. Und ich war auch unheimlich angetan, als ich zum ersten Mal gesehen habe. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man sich fotografieren lässt, man weiß ja nie, wie das Endprodukt ist. Aber mir hat es unheimlich gut gefallen und ich bin auch schon ein bisschen stolz drauf. Zu Recht. Wer hat die Farbe aufgetragen? War es eine Frau? Nein, das war ein Mann. Und haben Sie nicht irgendwelche Auflagen gemacht? Nein, also ich denke mal, der Visagist hat einfach nur seinen Job gemacht. Ich habe meinen Job gemacht, indem ich stillgehalten habe. Also ich hatte das Gefühl, er hätte auch in dem gleichen Augenblick eine Wand anpinseln können. Also er hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass er jetzt da besonderen Wert drauf gelegt hat, dass ich das jetzt war. Es war einfach... Der Visagist hat Ihnen das Gefühl gegeben, er pinselt eine Wand an? Der ist in der nächsten Sendung, das sage ich Ihnen.